Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir machen jetzt hier die Mission Escort Service noch zu Ende, denn die Mission haben wir ja schon sehr lange eigentlich offen, aber haben sie nie zu Ende gemacht. Und das will ich jetzt einfach mal tun, denn wir sind ja eigentlich recht nah dran an dem Zielort. Wir sollen ja Cleo hier hinbringen. Wir kennen sie ja noch aus einer Hauptquest, da wollte sie ja aus der Stadt raus von dem Höker. Mach die Ruder bereit! Ich glaube, so wird ihn erkennen. Ja. Kommt mir gerade so vom Sehen her bekannt vor, zumindest. Bereit zum Anlegen. Okay, nein, hier waren wir noch nicht. So, Leo. Du bist jetzt an deinem neuen Heimatort. Mal sehen, wie es ihr hier gehen wird. Ich denke mal auf jeden Fall besser als in ihrer alten Stadt. Du hast das Töten meiner Entführer mehr als wettgemacht, Söldner. Danke. Halte dich bitte aus Ärger raus, in Ordnung? Wir werden sehen. Gib mein Geld für etwas Sinnvolles aus. Und wünsch mir Glück. Viel Glück. So, Cleo. Jetzt hast du deine neue Heimat hier. Die Stadt kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wenn ich das so sehe, das ist die Stadt, wo man das allererste Mal Spielsee gesehen hatte von Assassin's Creed Odyssey. Viel betriebsamer als Kefalenia. Markus würde es sicher hier gefallen. Ja, das ist die Insel von der E3. Die kam da im Gameplay. Das ist eindeutig die Insel. Jetzt ist hier so eine Statue und dort. Ja, das ist der Ort. Auf jeden Fall. Cool. Jetzt sind wir auch mal dort. So. Dann schauen wir mal direkt auf die Karte. Wo können wir denn hier synchronisieren? Ja, hier gibt es erstmal einiges. Erstmal synchronisieren dort hinten. Damit wir erstmal alles ein bisschen aufgedeckt haben. Und wer rennt denn dort hinten so schön? Das ist ein Söldner. Ja, ist es. Hey, bleib stehen. Hey, steh auf. Mein lieber Biber. Oh, hier mischen sich noch andere ein. Da ist noch einer. Es ist vorbei. Bist du dir so sicher? Ich glaube, es ist wohl hier wirklich dabei. So, wir synchronisieren jetzt hier ganz fix. Ist auf jeden Fall eine große Stadt. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, aber ich gehe gleich hier die Statue und sowas anzuschauen und auch so die Natur her. Ich finde, das ist nämlich eine echt schöne Insel.
Aber zuvor schalten wir die beiden dann aus. Ostrakon-Rätsel finden. Ja, machen wir mal. Wir nehmen mal die Fackel schon mal in die Hand. Obwohl, hier ist überall Licht. Sehr gut. Warum tust du mir nichts? Du machst es doch nur schlimmer! Seltsam. Kann ich mit euch reden? Nein. Okay. Ja, ich gehe dann mal hier ein bisschen spazieren. So, was soll denn das Ostrakon-Rätsel hier sein? Das ja. Ja, wir haben's. Kyra wird uns zum Sieg führen. Ich reiße jeden in Stücke, der sich dir in den Weg stellt. Darum denke ich, wir haben hier vielleicht mal noch eine Mission mit denen. Ich könnte mir das irgendwie ganz gut vorstellen. Oder dass wir gegen die noch kämpfen müssen. Aber immerhin haben wir das Ostrakon-Rätsel abgeschlossen. Da oben haben wir eine Art kleinen Tempel. Oh, ein Alpha-Tier gibt es hier. Ja, dann komm mal her. Ja, das Alpha-Tier ist aber jetzt schon weg gewesen. Schauen wir mal direkt weiter auf der Karte hier. Dann können wir nämlich jetzt schön hier die ganze Karte eigentlich, oder eher gesagt die ganze Insel hier abarbeiten. Weil die ist gar nicht so groß. Und von daher sollte es eigentlich hier ganz ordentlich gehen. Die ganze Insel jetzt hier einfach mal abzuhaken. Alles hier zu machen und so weiter. Ich denke mal, hier gibt es aber bestimmt mal eine Mission in der Stadt oder so. Der Baum hier sieht schön aus. Ja, und der Strand. Also, das sieht ja echt herrlich aus. Muss man einfach so sagen. Vorne läuft auch ein Söldner. Und den kümmern wir uns mal. Ja, bewirf mich nur mit deinem Speer. Ja. Letzten Endes hast du keine Chance. Auf
Vorher hatte ich keine Chance gegen die ganzen Gegner in den letzten Folgen. Und jetzt, ja, sieht das andersrum aus. Jetzt sind wir hier die Starken und die Gegner haben keine Chance gegen uns. Na gut, gegen unseren Bogen hat die sowieso noch keine Chance. Der ist ja eh so richtig stark. Das ist eh so mein Lieblingsbogen. Ich muss ja sagen, wir haben ja bessere Tage gesehen. Sie hätten ruhig etwas von dem Silber investieren können. Mittlerweile ein paar bessere Bögen dabei, aber der Giftbogen ist halt einfach so mein Favoritenbogen. Und wenn wir ihn später wieder etwas verbessern, hält er auf jeden Fall damit auch mit. Vom Level her. Dort hinten steht ein kleiner Mann. Den holen wir uns gleich. Oh, eine Kiste. Hier gibt es noch einige Schätze und Kriegsvorräte. So. Dann kümmern wir uns mal um die ganzen Sachen hier noch. Oben gibt es noch ein bisschen was. Zack. Ich würde sagen, wir säubern jetzt vielleicht erstmal so den Mauerbereich hier. Hier nehmen wir noch was mit. Und die Startstärke ist auch hier ganz komplett nach unten fast. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Dann können wir hier so eine Eroberungsschlacht machen. Das heißt das ja. Darauf hätte ich nämlich auf jeden Fall auch wieder mal Lust drauf. Haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Missionsziele hier nochmal ansehen. Okay. Wir flattern mal ganz kurz hier drüber. Weil das Lager ist halt echt groß. Da kann es schnell passieren, dass wir was einfach so übersehen. Mann, oh Mann. Ist das groß, ey. Hoi. Dios mios. Ich steige mal kurz hier hoch. Von oben habe ich erst einen viel besseren Überblick auf das Ganze hier. Halt, das muss mir auch noch zerstören, den Ständer hier. Oh ja, hier ist ein Eindringling. Da liegt ihr richtig. Ah ja, leider keine Chance hier, diese Eindringlinge.
Kopfkette ist jetzt auf uns angesetzt. Sehr gut. Das liebe ich, ja. Ein Kopfkettjäger ist jetzt auch direkt hier. Ging aber schnell. Hallo. Miete. Bist du frei? Okay. Hallo. Du bist frei. Können wir nicht zerstören, okay. Aber das können wir plündern. Schätze haben wir jetzt fast alle hier. Der Befehlshaber müssen wir dann noch erledigen und die ganzen Vorräte hier abrennen. Hat er gerade gesagt, stirb einfach, ich brauche Geld. Ja, wenn du Geld willst, dann erarbeite dir das, indem du mich tötest. Siehst du, wird wohl doch nichts mit Geld. Das Einzige, was du schaffst, ist der Tod. Und so, dass du drauf gehst. Hört sich vielleicht traurig an. Ist doch traurig. Angefackelt. Achtung, hinter dir! Ah, das ist wohl der Anführer hier. Komm mal her, Kollege. Ah, das war mal ein Anführer. Die Stärke ist gleich komplett ganz unten. Hervorragend. So will ich das hier auch sehen. Dann müssen wir das anbrennen noch. Sehr schön, Holz hat das auch ganz gut gegeben. Mit Holz haben wir sowieso ab und zu mal so unsere Probleme, von daher ist es immer ganz gut, wenn wir hier da etwas bekommen. Okay, warum kann ich dich nicht befreien und so weiter? Ja, jetzt klappt das auch. Okay. Komisch. Das war jetzt wirklich ganz komisch. Das Ding geht nicht kaputt. Und der kleine Karl hat auch nicht mal Schaden bekommen. Ort abgeschlossen. Sehr schön. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Wo ist denn hier der Anführer? Den muss es ja hier auch irgendwo geben. Begib dich nach Mykonos. Okay, das ist eine Mission hier. Hier oben können wir nochmal synchronisieren. Das tun wir auch einfach mal. Weil jetzt haben wir ja die Startstärke ganz nach unten gemacht. Das heißt, wir könnten doch jetzt hier eigentlich dann eine Eroberungsschlacht machen. Uns fehlt dafür halt bloß jetzt noch der Anführer hier. In dem Gebiet. Ja, sie, wo ist der?
Wir haben halt hier noch einige Fragezeichen, da kann das halt überall sein. Mit dem Anführer hier. Halt die eine Fähigkeit hier, wollte ich mal testen. Ja, hier eignet die sich nicht so perfekt. Aber das eignet sich besser. Ach, wie ich das liebe, mein Schwert reinzurammen, Leute. So ein bisschen im Spiel. Oben ist jemand, der einen Kopfgeld auf uns angesetzt hat. Den könnten wir gleich noch mit umlegen. Ach, hier ist ein Lager. Okay. Interessant. Ja, lass uns das Lager dann erstmal abschließen jetzt hier. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Na hallo, na wie geht's? Ich habe keinerlei Chance. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, habe ich dich gefragt. Ich glaube, du warst dir nicht sicher dabei. So, das ist jetzt mit dich hier. Bam, Backshield mobs ich mal. Guten Flug. Kollege, willst du hochkommen? Willst du wirklich hochkommen? Ja, dann kannst du direkt auch wieder runtergehen. Nein, ich verreck nicht. So, weißt du, ich kann dir aber was anbieten. Weißt du was? Und zwar, dass du verreckst. Oh, jetzt wollen die hier alles auf die harte Tour machen, oder? So, einfach kurz durchfegen. Das darf nicht nochmal passieren. So, für Sparta! Wunderschön, wie er fliegt. Dafür muss man ja echt mal los. So, Giftdolche auspacken. Du könntest mir mal dein Schild geben. Jetzt bist du erstmal dran. Wunderschön, dieser Kampf. Ich fühle mich irgendwie, wenn ich mit diesen Dolchen kämpfe, immer so, als ob ich tanzen würde mit den Gegnern. Na gut, ich bin ja eh Profi-Tänzer, von daher. Und jetzt machen wir unsere eigentliche Aufgabe, oder eher gesagt, unser eigentliches Ziel hier. Und zwar synchronisieren. Ich bin der kleine Synchronisierer ja auch hier im ganzen Lande. Ich bin ja auch der beste Synchronisierer. So kennt man mich ja auch. Dafür bin ich halt einfach weltbekannt.
Man muss einfach nochmal auf der Straße fragen, ja, kennst du den Synchronisierer? Da wird direkt jemand sagen. Die Artemis des wilden Landes, die Herrin der Tiere. Ja, klar, kenn ich. So. Synchronisieren. Wunderschön sieht es von hier oben aus. So, runter geht's. Level up. Sehr schön. Gesundheit und Schaden verbessert. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Aber wo ist der Anführer hier von denen? Das ist das Ding. Ich denke mal, vielleicht hier in der Stadt. In einem Haus. Ist ja eigentlich so das, was ich mir am ehesten vorstellen könnte. Oder halt irgendwie bei einem großen Lager. Oder das geht ja nicht mit so einer komischen Schlacht. Aber eigentlich sollte das funktionieren, weil sonst wäre ja auch nicht das mit Staatsstärke da. Wenn wir hier nachschauen, wenn wir auf der Karte sind. Ja, hier. Das Gebiet fällt unter Athen momentan noch. Und ich, die Insel daneben gehört auch noch mit hier dazu. Okay, ja, interessant auf jeden Fall. Das heißt, es kann auch gut sein auf der anderen Seite hier. Gibt es den, den wir erledigen müssen? Ja, da müssen wir mal schauen. Befehlshaber ausschalten. Okay, da gibt es auf jeden Fall einen. Also weiß ich, es ist auch der, den ich ausschalten will. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Hier gibt es einen kleinen Schatz. So. So, nettes kleines Lager. Wirklich ein nettes kleines Lager. Aber hier dieser vordere Bereich in der Stadt gefällt mir auf jeden Fall so gut. Also hier würde ich gerne hinziehen. Das wird irgendwann meine Heimat. Wenn wir alle vom Kult vernichtet haben und die Welt gerettet haben. Und Mykonos. Zwei Seiten derselben Münze. Delos, der heilige Geburtsort von Artemis und Apollon. Und Mykonos, wo die Leute alles tun, was auf Delos verboten ist. Lies es mir noch einmal vor. Söldner mit dem Adler. Das bist du. Podarkes, der grausame Herrscher von Delos, stiehlt das Geld aus unseren Taschen und das Essen aus unseren Mündern. Und all das für seine Unersättliche. Ja, seine unersättliche Machtgier. Podarkes gehört zu Ihnen, Barnabas. Zu denen, die meine Familie verfolgen. Lies weiter. Wir sind eine kleine, schlagkräftige Rebellengruppe, die dich gut bezahlt, wenn du uns hilfst, unseren Unterdrücker zu stürzen. Ich bete, dass der Wind dich schnell zu unserer Küste führen wird, Söldner. Unser Volk leidet. Unterzeichnet mit Kyra. Wir kommen gerade rechtzeitig, um zu helfen. Siehst du, Poseidon wollte dich nicht ertränken. Er brachte dich nur dorthin, wo du gebraucht wirst. Und das aggressiv.
Steht da, wo diese Kyra ist? Zwei Orte sind markiert. Ein Lager an der Nordwestküste und ein Versteck, das aussieht, als wäre es unterhalb der Stadt. Ich sollte erstmal diese Kyra treffen. Ich halte das Schiff bereit, falls wir wieder überstürzt abreißen müssen. Ach, das war Kephallenia. Und es war vor allem deine Schuld. Haha, chere, Alexios. Chere, Barnabas. Nun gut, damit hätten wir ein Ziel. Und diese Kyra, die wir treffen sollen, das war wahrscheinlich die, wo wir gerade eben noch in der Höhle waren. Nun gut, da würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge dann von Assassin's Creed Odyssey. Lasst jetzt keinen Daumen nach oben da und schreibt auch gerne einen Kommentar. Das war's, haut rein und tschüss.